Im Wappen Olaus kräht ein kleiner Hahn aus Galizien. Es ist ein Andenken an die wallonischen Weber, die sich in der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert zwischen den Flüssen Oder und Ole niederließen. Trotz der Nähe ihrer Betten treffen sich die beiden Flussströme entgegen den Naturgesetzen nicht. Unabhängig voneinander fließen ihre Wässer nach Breslau, obwohl sie bei Olau nur 500 Meter voneinander entfernt sind. Piotr Wostowitz schenkte Olau im Jahre 1149 der St. Vinzenz-Abtei. Dann geriet die Stadt unter die Herrschaft der Piasten von Breslau und der von Brieg und Liegnitz. Die Gründung nach deutschem Recht erfolgte erst im Jahre 1234. 1241 wurde Olau von den Mongolen gänzlich zerstört. Während der Hussiteneinfälle im Jahre 1428 wurden die Stadt und das Schloss verbrannt. Ebenso viele Verwüstungen brachte der Dreißigjährige Krieg. Die Brieger-Liegnitzer Linie der Piasten erlosch im Jahre 1675. Damals ging Olau in den Besitz des Jakub Sobieski über. Es war eine Glanzperiode der Stadt. Die Verfassung Olaus wurde durch die Napoleonischen Kriege geschwächt. Ein großes Ereignis war die Inbetriebnahme der ersten Eisenbahnverbindung Schlesiens, und zwar mit Breslau im Jahre 1842. Das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert wurde mehrmals umgebaut. Während des größten Brandes in der Geschichte der Stadt verbrannte es im Mai 1634. Das Unglück wurde vom Obersten von Rostock verursacht, der die Schlossverteidigung durch einen absichtlich angefachten Feuerring verstärken wollte. Mit dem Wiederaufbau des Rathauses begann man im Jahre 1637. Im Jahre 1718 wurde eine Uhr auf dem Turm installiert. Sie misst heute noch die Zeit auf dem Olauer Marktplatz, denn sie blieb mitsamt dem Turm des alten Rathauses aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Das jetzige Gebäude, das neoklassische Formen aufweist, entstand im Jahre 1823. Im unregelmäßigen Plan Olaus zeichnet sich deutlich die ovale Form der früheren Marktsiedlung aus der Zeit vor 1234 ab. Der Marktplatz mit dem Rathaus, dem Sitz der städtischen Selbstverwaltung, befindet sich im zentralen Teil der Stadt. Die Bebauung seiner Straßenfronten vertritt verschiedene Stile. Die malerischen Giebel der Häuser, die reichen architektonischen Details, die farbigen Fassaden sowie die begleitenden Grünelemente bilden ein sehenswertes Stadtbild. Anfang des 19. Jahrhunderts konnte man am Olauer Marktplatz eine intensive Bautätigkeit beobachten. 1818 bekam der Stadt ein Straßenpflaster, 5 Jahre danach wurde das neue Rathaus erbaut und im Jahre 1827 wurden die schachbrettartigen Fleischbänke abgetragen. Die Pfarrkirche St. Maria, die ehemalige Blasiuskirche, wurde wahrscheinlich von Piotr Wostowitz um das Jahr 1300 gestiftet. Im viereckigen, zweijochigen Chor behielt das Gotteshaus seine Formen aus der Zeit des Fürsten Heinrich Probus bei, der Olau unter seinen Schutz nahm. Der Altarraum bekam im 15. Jahrhundert ein Sterngewölbe. Das Schiff wurde von italienischen Architekten umgebaut, die schon in Brieg ihre Fähigkeit bewiesen hatten. Der Eingriff, der das Bild der Kirche veränderte, wurde mit Rücksicht auf die örtliche Tradition vorgenommen. Um das Jahr 1587 entstand ein neuer, fünfjochiger Körper mit 3 Schiffen. Die Kirche erlitt schwere Schäden während des Dreißigjährigen Kriegs und es war notwendig, Renovierungen durchzuführen, mit denen ein Umbau und verschiedene Modernisierungen verbunden waren. Im 17. Jahrhundert wurden die Türme wieder aufgebaut und Glocken gestiftet. Weitere Modernisierungen erfolgten im 18. Jahrhundert. Die kleine barocke Rochuskirche, der heilige Rochus verteidigte die Christen vor der Pest, entstand in Olau im Jahre 1706. Der Bau des Gotteshauses ist mit der Person des Jakub Sobieski verbunden.
der im Jahre 1691 Olau als Pfand für die Mitgift seiner Frau Hedwig von Neuburg erhielt. Der Sohn des Siegers über die Türken bei Wien, Jan III. Sobieski und der Königin Maria, verweilte in Olau mit seinem Hof in den Jahren 1698 bis 1734. Pestepidemien, denen der heilige Rochus erfolgreich entgegenwirken sollte, entvölkerten das mittelalterliche Europa auf dramatische Weise. Auch im 18. Jahrhundert bildeten sie eine reale Bedrohung und riefen Entsetzen hervor. Ein Beweis dafür ist die hohe Zahl der sogenannten Pestsäulen, die auf den schlesischen Plätzen an den Wegen errichtet wurden. Die Peter- und Paulskirche wurde in den Jahren 1833 bis 1835 erbaut. Zu diesem Zweck gestaltete man den Rittersaal eines zerstörten Schlosshügels um. Die Kirche wurde im Jahre 1928 durch ein Feuer vernichtet. Der Wiederaufbau dauerte bis 1934. Das ganze Ensemble wurde erst ein Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen, als man dem Bauwerk einen Turm hinzufügte. Die Piasten von Brieg und Liegnitz besaßen in Olau eine Residenz. Fürst Joachim Friedrich verwandelte das Schloss in den Jahren 1587 bis 1600 in einen Renaissancepalast. In der Mitte des 17. Jahrhunderts realisierte Carlo Rossi denjenigen Teil des Schlosses, der den Namen Palast der Luise trägt. Anstelle der Wassergräben entstanden barocke Gärten. Seine Blütezeit erlebte der Palast in den Jahren 1691 bis 1737 unter der Herrschaft von Jakob Sobieski. Der preußische Geist, der in Schlesien ab 1741 zu herrschen begann, veränderte die aristokratische Residenz. Das zum Teil wieder aufgebaute Schloss dient heute als Sitz der Stadtbehörden.